Okay, wunderbar. Clemens, vielen Dank für die einleitenden Worte und die Gelegenheit, dass ich hier das vortragen darf heute. Finde ich toll. Und ich bin auch froh, dass so viele Leute gekommen sind und nicht nur die Leute im Stream sitzen, sondern auch ein paar live dabei sind. Ist immer ein bisschen lebhafter für mich, finde ich toll. Computerhistorie bis zur Erfindung. Rechenmaschinen gab es schon im 16. Jahrhundert und ich belege die Betonung auf Rechenmaschinen. Die konnten wirklich nur die normalen Grundrechenarten. Und Zuses Idee war ja, einen frei programmierbaren Rechenmaschine zu machen. Also er nannte das noch nicht Computer, den Begriff gab es damals noch nicht, sondern er nannte das frei programmierbare Rechenmaschinen. Und er hat die Z1 und Z2 gebaut und hier sieht man jetzt im Bild die Z3 1941, das war die erste anerkannte. Die beiden Modelle vorher liefen damals nicht. Also es ist immer noch die erste Folie, ihr habt nichts verpasst. Wie gesagt, das ist die Definition, die von Konrad Zuse damals so erstellt wurde und 1941 die Z3 ist dann die erste auch anerkannte Maschine, die unter dem Begriff Computer läuft. Wenn man heute in Wikipedia nachguckt, findet man das auch. Gut, um einen Computer zu bauen und mit einem Computer überhaupt arbeiten zu können, muss man erstmal wissen, was für Zahlensysteme gibt es eigentlich. Also das heißt, ohne Zahlensysteme würden wir auch keine Rechenmaschinen haben. Und hier sieht man nochmal schön die Abhandlung, wie das Ganze entstanden ist mit den Zahlensystemen. Und was mir dabei auffiel, viele Leute sagen ja nach Adam Riese, in Wirklichkeit ist es der Adam Ries gewesen. Da sieht man auch mal, wie sich Sprache leicht verändert. Also wenn Sie mal klug scheißen wollen in Ihrem Bekanntenkreis, sagen Sie einfach nach Adam Ries und lassen sich da nicht korrigieren. Ja, das arabische System steht hier drin, wann es erstellt wurde und wann es quasi publik wurde. Abacus, eine ganz interessante Stufe, die ist heute noch in der Welt vertreten. Ich selbst war 1986 in Dresden bei meinem Onkel zu Besuch und da waren wir beim Russen einkaufen, da gab es dann so Milch und sowas und da haben die Mädels dort noch mit Abacus gerechnet. Also ich war beeindruckt, wie schnell die auch waren. Ich selbst weiß nicht, wie es funktioniert, habe auch noch nie damit gerechnet, aber ich weiß, dass es noch in der Welt heute im Einsatz ist. Also Abacus war sozusagen auch eine der ersten einfachen Rechenmaschinen. Ja, dann ging es weiter mit einem Tübinger, dem Wilhelm Schickard, denn der hat dann die erste richtige Rechenmaschine erfunden. Oh, das war wohl der Clips, sorry. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Hat es überlebt? Ja, es hat überlebt. Jetzt gerade selber die Hosentasche ist einfacher. Das Besondere bei seiner Maschine war eigentlich das ganze Prinzip der dekadischen Übertragung. Also das, was man von Tachometer heute kennt, 10 Zehner macht den 100er Sprung und so weiter. Das heißt, dieses Prinzip hat er schon verwirklicht in einer sehr frühen Zeit. Aber immer noch Rechenmaschinen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Computerwesen ist das duale Zahlensystem. Und das schuf Wilhelm von Leibniz. 15. März 1679. Er hat auch nochmal eine Rechenmaschine erfunden, aber immer noch im Thema Rechenmaschinen. Das heißt, wir haben jetzt Zahlen, wir haben Rechenmaschinen, die Technik und wir haben auch das duale Zahlensystem. Das sind schon mal wichtige Komponenten eines heutigen Computers. Auch dieser Mensch hat noch eine große Bedeutung im Computerzeitalter, denn der hat es erstmal geschafft, über Lochkartensteuerung hohe Datenmengen zu verarbeiten. Die wurde eingesetzt in der Volkszählung. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, 1910, glaube ich. 1890, danke. Okay, und da hat er das Ding schon eingesetzt. Und wir kennen es ja noch vom Studium, mein Studienkollege sitzt da, der Rüdiger, wir haben ja noch mit Lochkarten gearbeitet. Insofern, auch das ist eine Etappe von dem ganzen Computerwesen und von der Computererfindung. Lochkarten haben lange Zeit Bedeutung gehabt. Ja, der Mensch hatte eigentlich auch schon eine tolle Maschine erfunden, sehr, sehr früh, im 18. Jahrhundert. Und hatte schon einiges mehr als eine normale Rechenmaschine. Er hat das gleiche Problem, wie Zuse auch hatte. Die Genauigkeit war nicht so gut. Das heißt, ein späterer Nachbau hat aber auch hier die Richtigkeit seiner theoretischen Überlegungen bestätigt. Aber es war auch noch nicht ganz das, was wir unter dem Computer verstehen. Aber es war schon sehr, sehr nah dran. Der Mann war eigentlich seiner Zeit voraus, muss man sagen. Gehen wir auf das Jahr 1933 mal ein. Was gab es damals? Es gab die Mathematik, die wir kennen in ihren verschiedenen Sparten. Es gab Rechenverfahren, Tabellen, Sortiervorgänge und es gab im Bereich der Buchhaltung, Statistik, Kalkulation, Astronomie und so weiter. Es gab Lochkartengeräte, Tischrechenmaschinen, Formulare, Logarithmentafeln, alles Hilfsmittel, die im Prinzip im Sprung waren, die Rechnung zu automatisieren. Denn die Ingenieure damals saßen hintereinander und dann wurden die Rechnungen von Hand durchgeackert, bis vorne das Ergebnis rauskam. Und das hat Zuse auch noch erlebt in seiner Zeit. Er war ja bei den Henschel-Werken Statiker und kannte diese mühsamen Rechnungen. Und dieser ganze Stand, den wir hier sehen, das ist im
schwer auf den Zeiger gegangen. Also er hat gesagt, ich muss jetzt mal eine Maschine erfinden. Und er war sehr mutig. Er hat dann den Job bei der Henschel-Werke drangegeben und hat im elterlichen Wohnzimmer die Maschine, die Z1, versucht aufzubauen. Also ein Wahnsinnssprung, eigentlich unvorstellbar, was der gemacht hat. Von Zuse selbst sehen wir jetzt eine kleine Sequenz. Damals wurde diese Diplomarbeit und der Nachbau der Z1 von einem Schweizer Filmteam begleitet und die haben ihn auch interviewt. Danke dir. Ich kann mich also aus Orden Berliner fühlen, aber blieb nur bis zum zweiten Lebensjahr dort. Dann wurde mein Vater als Postbeamter nach Braunschweig in Ostpreußen versetzt. Und dort habe ich die erste Jugend verlebt, besuchte ich das humanistische Gymnasium Hosianum, 8 Stunden Latein die Woche, das fragte mir gar nicht. Und habe da also auch in technischer Hinsicht kaum Anregungen gehabt. Braunschweig, Ostpreußen gab es keine Industrien, keine Technik, auch nichts in der Nähe. Mit etwa 15 Jahren wurde mein Vater dann nach Hoyerswerda in Schlesien versetzt. Dort kam ich auf ein sogenanntes Reformrealgymnasium, in dem ein ganz anderer Geist herrschte. Das behagte mir natürlich mehr. Und es gab auch eine technische Umgebung dort. In der Nähe waren die großen Braunkohlengruben mit ihren großen Baggern, großen technischen Einrichtungen. Das Lauterwerk ist ein bekanntes großes Werk für Aluminium. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war das Bauen mit dem Stabilbaukasten. Ich habe versucht, die Kräne zu bauen und die Bagger nachzubauen, die ich dort in den Braunkohlengruben beobachtete. Ich habe Wettbewerbe da auch mitgemacht und konnte auf die Weise zu immer größeren Kästen kommen. Das hat mir sicher sehr viele Anregungen gegeben. Ich habe immer vorgezogen, die mechanischen Konstruktionen. Als später es modern wurde, Radiobastler zu sein, da habe ich mich damit kaum befasst. Zuse zeichnet mit Leidenschaft, karikiert Mitschüler und Lehrer, aquarelliert. Ein Zeichenlehrer unterstützt ihn. Lange weiß er nicht, ob er einen künstlerischen oder technischen Beruf wählen soll. Früh mit 17 Jahren macht er das Abitur und beginnt in Berlin-Charlottenburg zu studieren. Zuerst Maschinenbau, der ihm nicht zusagt, dann Verbindung von Technik und Gestalten, die Architektur, endlich nach einigen Semestern das Bauingenieurwesen. Allerdings war ich von dem Bauingenieurstudium zunächst doch etwas enttäuscht, weil sehr viel nüchterne Arbeit dazu gehört, insbesondere Rechenarbeit. Der Bauingenieur hat ja die große Stahlkonstruktionen, Brückenkonstruktionen, Turmkonstruktionen und auch Hochbauten in Stahl und in Beton. Das muss alles sauber berechnet werden und erfordert recht umfangreiche Rechnungen, was mir damals erst klar wurde. Und das behagte mir an sich nicht, dass man ein junger Mensch seine Arbeitskraft dafür hergeben sollte. Und ich überlegte mir, welche Möglichkeiten bestehen würden, dass man das irgendwie automatisieren könnte, die Rechnung erleichtern könnte. Und ich versuchte zunächst mal, für diese immer wiederkehrenden Formeln besondere Formulare zu entwickeln, möglichst nach dem Prinzip, dass nebeneinander stehende Zahlen multipliziert werden und untereinander stehende Zahlen addiert werden. Da habe ich auch eine größere Rechnung damit durchgeführt. Aber mit der Zeit reifte dann doch in mir der Gedanke, weiterzugehen. Leider gab es auf dem Markt nichts, was dafür geeignet wäre. Auch die Lochrattenmaschinen konnten diese Automatisierung leider nicht durchführen. Und so kam ich Schritt für Schritt zu dem Entwurf einer vollständig neuartigen Rechenmaschine. Das, was wir heute Computer nennen, damals nannte ich es rechenplangesteuerte Rechenanlage. Ohne Kenntnis der Rechenmaschinentechnik hat Zuse die eigenartige und originelle Idee, sein Gerät mit mechanischen Mitteln zu bauen. Mit ineinandergreifenden Blechen und Schaltstiften realisiert er alle logischen Verknüpfungen, Konjunktion, Negation, Disjunktion und einen Zahlenspeicher. Vielleicht beeinflusst von der Stellwerktechnik der Eisenbahn, die er als Schüler in einem Buch aus der Dienstbibliothek seines Vaters kennengelernt hatte. In Sequenz folgen noch 2 weitere. Also wie ich gesagt habe, Zuse war eigentlich zu faul und wollte diese ganze Automatisierung, die ganze Rechnung automatisieren. Das war so ein Antrieb. Das war sozusagen die Idee dahinter steckte. Und er hat schnell gemerkt, das ist so im Kleinen neben der Arbeit gar nicht zu realisieren. Und
Oh, das Bild ist wieder weg. Jetzt kommt's, danke. Und er hat sich entschieden, diese Maschine, eigentlich unvorstellbar, im elterlichen Wohnzimmer in Berlin in der Oranienstraße nachzubauen oder überhaupt aufzubauen. Das war ja seine erste Maschine. Und das war ja Mangelwirtschaft in der Zeit. Das heißt, er hat die Bleche zum Teil aus Konservendosen genommen, hat die platt geklopft und hat die dann mit einer Laubsäge ausgesägt. Zuerst von Hand, dann hat er die Laubsäge elektrifiziert. In dem großen Film sieht man auch, wie Studienkollegen von ihm zu Wort kommen und sagen, wie sie mitgearbeitet haben. Unvorstellbar. Und die Bleche damals waren natürlich nicht so genau. Wir haben hier ein paar Exemplare von dem Nachbau, die wurden drahterodiert, die sind super genau. Und selbst damit war es schwer, die Maschine zum Laufen zu bringen. Also das heißt, dieser Ansatz, den er verfolgt hat, der war eigentlich aus meiner heutigen Sicht zum Scheitern verurteilt, weil das, die Genauigkeit kann er nicht bringen. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen, ist seinen Weg gegangen mit Studienkollegen und hat das über 2 Jahre durchgezogen, da steht es 36 bis 38 im elterlichen Wohnzimmer. Aber er hat sie nicht zum Laufen gebracht. Er hat die Stelle als Statiker bei den Henschel-Werken aufgegeben. Seine Schwester hat ihn auch finanziell unterstützt. Wie gesagt, absolut unvorstellbar. Im Laufe seines Lebens und seiner weiteren Entwicklung, denn der hat sich nicht beirren lassen, der Mann hatte einfach eine Vision, die ist er auch nachgegangen. Und er war auch sehr ehrgeizig und er war schlau, er hat das hingebracht. Er hat die Z2 zwischendurch gebaut, die hatte dann so Mischungen von der Z1, Mechanik, hat aber auch schon elektrische Elemente. Und mit den damaligen Röhrenrelais hat er sich dann sicher gefühlt und wusste, das ist der richtige Weg. Hat die Z2 abgebrochen und ist direkt auf die Z3 übergegangen. Und die hat er 41 fertiggestellt, ist im Krieg leider zerstört worden. Und hier sieht man einen Nachbau im Deutschen Museum. Und die hat funktioniert, die ist auch allen Vorführungen standgehalten und war damit sozusagen 1941 der erste anerkannte Computer mitten im Krieg. Eigentlich auch wieder unvorstellbar. Wo er ein bisschen Schwierigkeit mit hatte, seine Patente durchzubringen. Entweder hatte er keinen guten Patentanwalt oder die waren nicht gut formuliert, denn wenn er das durchgebracht hätte, wären ja alle danach folgenden Computer auf sein Patent gelaufen und der Mann wäre ja unfassbar reich. Und das ist ihm leider nicht gelungen. Das Patent wurde abgelehnt. Also da hat er auch sehr viel verloren. Da sieht man die Z4, eine Weiterentwicklung. Die war dann der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen im Einsatz, 42 bis 45. Die Nazis sind natürlich auch darauf aufmerksam geworden, auf Zuses Maschinen. Er hatte sie übrigens am Anfang V genannt, Versuch 1, Versuch 2. Aber aus bekannten Gründen mit den Waffen, die man nach London rüberschicken wollte, die V2 und so weiter, hat er sich dann entschieden, die umzubenennen auf Z1, Z2, Z3. Das ist der Grund, warum er später auf Z umgewechselt ist. Ja, auch das ist sein erster Schritt gewesen. Er hat 1961 den ersten Plotter entworfen, ne? Also das ist eigentlich auch eine unvorstellbare Sache. Und Z64 hat er die genannt. Man muss jetzt klar sagen, nicht jede Nummer wird einzeln durchnummeriert. Der hat auch Sprünge gemacht. Also nicht, dass ich denke, jemand hätte 63 Computer erfunden. Dazwischen gab es auch Sprünge. Also hat auch ein Modell übersprungen. Das ist normal. Dennoch, er hatte Erfolg mit den ersten Jahren, mit den Maschinen. Er hat die zur ETH Zürich gebracht, an Universitäten, in Institute. Er hat auch Geld verdient, hat dann über 1000 Leute, das steht auch hier drin, 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Und er war nicht auf dem Erfolgskurs, muss man sagen. Aber, das hat er mal selbst erzählt, er hat auch nicht losgelassen. Das heißt, er war Ingenieurerfinder, er war auf den Messen, er war Vertriebsleiter, er wollte alles machen. Und dann geht es manchmal schief, sowas, wenn man alles versucht. Er hätte sich vielleicht auf seine Technik konzentrieren sollen. Letztendlich kam er in finanzielle Schwierigkeiten, hier steht es drin, das habe ich mal aus dem Internet rausgezogen und das hat er auch erzählt damals. Das heißt, die Bankkredite wurden ihm nicht mehr gewährt, er kam in Schieflage und musste dann kapitulieren. Und Siemens hat ihn aufgekauft, sozusagen diesen Betrieb. Denn das Werk, was man da hinten sieht, ist in Bad Hersfeld, da war sein Zuse-Werk und später wurde dort ein Siemens-Schild drauf gemacht. Und als wir unsere Diplomarbeit gemacht haben, waren wir auch häufig im Werk, die Teile drahterodiert und montieren lassen. Ja, aus meiner Sicht ein trauriger Aspekt, weil, wie gesagt, das, was wir heute von Amerika kennen, die ganzen Größen, Bill Gates und so weiter, das hätte eigentlich auch ihm zugestanden, wenn er es clever angestellt hätte. Aber so ist das nun mal. Hätte gilt hier nicht. Ja, es wurde aber trotzdem ein Kuratorium gegründet. Damals war Siemens und auch die GMD, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, die hatten Zweifel oder hatten Hoffnung, ob die Z1 überhaupt funktioniert hätte. Das stand damals im Raum 87. Und dann wurde dieses Kuratorium gegründet, das nennt sich Z1-Nachbau, bestand aus der GMD, aus dem Museum in Berlin, damals hieß es Museum für Verkehr und Technik, heute heißt es Deutsches Technikmuseum, und aus Siemens.
Und Siemens war der Hauptfinanzier von dem Kuratorium. Und da hat man sich entschieden, okay, die Maschine wollen wir nachbauen. Es gab keine Unterlagen mehr oder ganz schlechte. Und Zuse war sich sicher mit seinen 77 Jahren, das kriegt er aus dem Gedächtnis noch hin. Und hat dann losgelegt, die ersten Monate. Über Umwege kam die Diplomarbeit zu der Fachhochschule Köln. Und meine Studienkollegin Ursula Schweier und ich, wir hatten damals beschlossen, wir machen eine Diplomarbeit zusammen, hat uns auch verschiedene angeschaut. Und der Herr Hart, ein Professor von uns, hatte dann uns die Aussicht gestellt, schaut euch das Ganze mal an, fahrt mal zur GMT und fahrt mal nach Zuse und ob das nicht was wäre für euch. Er zielt auch ein bisschen auf ab, weil wir beide eine Ausbildung hatten. Ich war Schlosser, Modellschlosser und Ursula war Optikerin, also handwerklich geschickt. Das haben die direkt schon beim Einstellungsgespräch gesagt und da wusste man noch nicht, was sie damit meinten. Und dann haben wir die Diplomarbeit angenommen und sind dann gestartet nach Hünfeld, sind dort auch eingezogen in das Gästehaus von der Stadt Hünfeld. War völlig okay, war eine einfache Wohnung, aber war für uns ausreichend. Und wie Clemens schon sagte, im Atelier von Herrn Zuse haben wir dann die Maschine gebaut. War ein Abenteuer, ein Wagnis, muss ich sagen, aber damals hatten wir Bock dazu und haben es einfach gemacht. Und ich habe es auch nie bereut. Wieso ist denn der Film jetzt nicht gekommen? Nicht sauber geklickt. Herbst 1988 in Zuses Atelier. Wir sind jetzt hier dabei, das historische Gerät Z1 nachzubauen. Es war ja der erste Computer, der überhaupt eine programmgesteuerte Rechnung durchführen konnte, allerdings damals mit noch verschiedenen technischen Mängeln. Wir haben vor einiger Zeit beschlossen, dieses historische Gerät etwas zu rekonstruieren. Als erster Computer hat es einen solchen historischen Wert, dass sich die Arbeit, glaube ich, lohnt. Die Rekonstruktion muss weitgehend aus dem Gedächtnis erfolgen, weil natürlich Konstruktionszeichnungen nicht mehr vorhanden sind. Es sind nur einige Patentzeichnungen vorhanden. Und sie muss auch den Bedürfnissen der modernen Museumstechnik angepasst werden. Ursula Schweier und Dietmar Saupe, zwei Diplomanden des Maschinenbaus, helfen Zuse und montieren das komplizierte Gerät. Und was die Uschi eben eingesetzt hat, die Distanzhülsen haben die Höhe definiert von dieser Ebene. Also ich war letzte Woche in Hünfeld und bin da auf den Spuren von Konrad Zuse gewandelt, bin um das Haus rumgewandelt und vor dem Haus lagen diese Fronten von diesen Schubladen und dann konnte man ja seitlich da im Nachbargarten hochkrabbeln. Mhm. Das Atelierfenster war rausgebrochen und liegt jetzt also im Garten und das wird zugemauert. Das ist, ja, genau. Ich habe die Leute, die da rumturnten, gefragt, ob ich mal reingucken dürfte. Nein, das sei jetzt im Moment gerade unerwünscht. Aber wenn ich den Film vorher kurz gesehen hätte, hätte ich natürlich so eine Schublade mitgenommen. Okay, dann können wir weitermachen. Ja. Das ist Emil Zöpfli, der den Film maßgeblich vorangetrieben hat mit dem Matthias Knauer zusammen. Die beiden haben den Dokumentationsfilm gedreht. Die haben uns öfter besucht, die waren öfter da. Das ist die Stadtkirche im Hintergrund zu hören, das Bimmeln. Die Z1 kann addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Auf einem Lochstreifen kann sie zur Berechnung beliebig langer Formeln programmiert werden, die sie dann Schritt für Schritt automatisch abarbeitet. Im mechanischen Speicher, der hier geprüft wird, kann sie 64 Gleitkommazahlen zu 24 Bit aufnehmen. Ich halte auch hier mal kurz an, ein paar Erläuterungen zu machen.
Hier auf der Seite sieht man das Speicherwerk. Das war unser Fokus am Anfang. Das hat man auch von Zuse so gehört. Er wollte erstmal das Speicherwerk zum Laufen bringen. Und das war auch der Inhalt unserer Diplomarbeit. Wir haben die Speicherwerk dokumentiert. Das Rechenwerk, was wir hier vorne im Aufbau befindlich sieht, wurde hier getrennt. Die Maschine konnte man zusammenschieben, auseinander machen und so konnte man sich auf einzelne Einheiten konzentrieren. Das ist der Lochstreifenleser, den man hier sieht. Wir hatten auch einen Lochstreifen drin, damals nur zum Adressieren der Zellen und Auslesen der Zellen. Und das schöne Geräusch, das Klacken, ist dieser Sperrklinkenantrieb. Die Maschine wurde von Hand angetrieben. Man konnte also synchron, die waren auch verbunden, wenn das zusammen war, dann konnte man an beiden Kurbeln arbeiten, aber die waren fest verbunden. Und hier habe ich jetzt nur mal das Speicherwerk damals getestet. Und dann sieht man auch schön, wenn man so dreht, so 21, das war ein Hertz. Also die hat 4 Takte, das heißt eine Drehung ist ein Hertz. Schneller lief die Maschine nicht. Und das ist das Speicherwerk. Und man sieht die Ebene, wenn die fertig waren, wurde am Ende so eine Plexiglasscheibe aufgebaut. Jede Ebene war mit der Distanzhülse auf 8 mm angehoben. Ich habe ja so ein kleines Modell, wo man es auch erkennen kann, 8 mm, und darin laufen die Bleche mal aufgefüllt bis oben hin, mal mit etwas Luft. Wenn es dann nicht mehr gereicht hat, haben wir eine Ebene drüber gebaut. Ah, hier unten ist das, ja. Also das ist die Höhe 8 mm. Danke für den Hinweis. Ja, ich lasse den Film mal weiterlaufen. Sei denn, es gibt noch Fragen. Okay. Erst in Arbeitsposition gebracht, also adressiert. Dann kann die Information gespeichert oder abgetastet werden. Jedes Bit wird von einem Stahlstift dargestellt, der sich in der 0- oder 1-Position befinden kann. Das war unser Computer. Das war, den hat uns die GMD gegeben. Die Software war AutoCAD. Ich glaube, die Version 9. Es war ein PC. Ein kleiner PC, aber welcher weiß ich nicht, aber ein furchtbar kleiner Monitor. Ich habe den Eindruck, mein Handy hat heute ein größeres Display. Aber er hat funktioniert und für uns hat es ausgereicht und wir haben damit die Diplomarbeit dokumentieren können. Denn die ersten Wochen waren für uns etwas, frustriert ist das falsche Wort, aber wir haben nichts zu Papier gebracht, muss man dazu sagen. Wir haben 6 Wochen lang gearbeitet, war eine 6-Tage-Woche. 8 Stunden täglich, Samstag, glaube ich, waren ein paar Stunden weniger. Und den Sonntag blieb uns dann zur Dokumentation der Diplomarbeit. Und es gab ja keine Unterlagen. Wir haben ja angefangen, erstmal die Maschine überhaupt zu verstehen, mit diesen Blechen, mit diesen Löchern und wie dieses Bit funktioniert. Und da waren echt mehrere Wochen weg und wir haben 3 Monate gehabt für die Diplomarbeit. Und da war uns schon klar, das haut vorne und hinten nicht hin. Da haben wir einen Aufschub erbeten, der wurde uns auch gewährt. Wir haben dann ein halbes Jahr für die Diplomarbeit bekommen. Und später, als wir die Maschine kennengelernt haben und es ging besser vorwärts, haben wir das dann auch noch geschafft. Das Blatt Papier, was er dazu rausgeholt hat, das war so ein großes, wie nannte er die, Schaltpläne. Und es war ja die Kunst, aus diesem Schaltplan die Bleche zu machen, also erstmal Zeichnungen zu machen, Drahterodierprogramme und dann die Bleche rauszumachen, weil die Sprache der Schaltpläne war eine eigene Logik und es gab ja keine Unterlagen. Und meine Kollegin, die Ursula Schweier, die war pfiffiger als ich, die hat das schneller rausbekommen. Die hat die Zeichen besser erkennen können, hat dann, das war ein Riesenvorteil für uns, in der frühen Phase schon in dem Papier dem Zuse einen Fehler nachgewiesen. Hat dann natürlich vorsichtig gefragt, Herr Zuse, kann es sein, dass der Takt in der Frequenz kommt? Und Zuse hätte nie gesagt, ja, Frau Schweier, Sie haben recht. Ja, das muss ich nochmal anschauen. Er ist mit dem Ding weggegangen, runter in sein Büro und kam dann eine Stunde später hoch mit einer korrigierten Version. Kein Wort des Lobes, das war nicht sein Stil. Ja, so war es, muss ich ganz klar sagen. Könntest du das hier erklären? Das ist ja ein Zwischending. Moment, das ist ja so ein Zwischending zwischen dieser Mechanik und einem richtigen Schaltplan. Ja. Also das ist genau diese Abstraktionsebene. So erklären nach 34 Jahren ist ein bisschen schwierig für mich. Weiß? Ja. Ja. Ah ja, vielen Dank. Ja. Also da sieht man eben tatsächlich diese mechanischen Hebel, die ja Bewegungen machen. Ja. Und hier sieht man praktisch Schaltsymbole. Ja. Das muss man wohl als einen Relaiskontakt sich vorstellen, der von der Erregerwicklung da oben betätigt wird. Hier ja, oben kippelt und da schaltet es. Ja. Also dieses Schaltelement, wenn wir das mal rausnehmen, das kann 2 Zustände haben, offen oder geschlossen. Und das ist im Prinzip auch, was hier im Modell sieht. Vielleicht kann ich es mal im Modell darstellen. Das ist das Gleiche. Kann man es sehen? Oder muss ich vorgehen? Vielleicht kriegen wir das einmal dargestellt. Ja, ist das Modell zu sehen?
Okay, also es ist so, die Maschine hat hier immer gearbeitet, permanent. Das waren halt diese vier Takte in einer Sekunde, diesem Herz. Dann gibt es eine Position, wo man das Blech links hier, das ist das Entscheidende, das hat sich nicht bewegt, jetzt mal von dem Spiel abgesehen. Und wenn ich jetzt einen Schaltvorgang mache, dann geht das Blech mit. Und das ist genau, was man im Schaltplan sieht, da ist der Zustand geöffnet oder geschlossen. Das ist das ganze Grundprinzip von der Maschine. So hat der Speicher gearbeitet, das Rechenwerk auch. Das ist sozusagen ein einzelnes Bit, wie es funktioniert hat. Und es waren definierte Wege, die wir hier gefahren sind. Und jetzt kommen wir auch schon auf das Problem der Maschine zu sprechen. Wenn ich jetzt hier hochfahre und der Stift wird mitgenommen, jedes Blech hatte in seiner Öffnung ganz kleine, wenig Luft, ein paar Hundertstel. Das war für 3-4 Bleche kein Problem. Aber hat man einen Schaltvorgang gehabt, wo es über 20 Schaltungen gab, war natürlich jedes Mal ein Hundertstel viel und dann kam irgendwann hat mal ein Millimeter gefehlt. Und das war genau das Geräusch, was die Maschine auch gekracht hat, wo dann der Schaltstift hier so auf Halbstellung war. Kriege ich es simuliert? Nee, kriege ich es gar nicht dargestellt. Und dann war es schwer, hier wäre es jetzt so eine Halbschaltung. Seht ihr das? Wenn der Stift nicht ganz, jetzt bin ich hier halb drauf und der Stift kann nicht vorbei. Wenn ich noch näher rangehe, sieht man es. Also ich versuche mal zu simulieren. Stift ist unten, jetzt kommt ein Schaltvorgang. Eigentlich müsste das Blech zurück sein und stößt der Stift hier auf die Kante. Und dann knallt er rein. Und wenn das nochmal ein Spiel dazu kam, war es so weit, dass der Stift nicht schalten konnte, hat sich verdreht, hat die nächsten Bleche verbogen. Und das haben wir dann auch im Geräusch gemerkt und man hat es auch in der Kraft gemerkt. Klack, da war irgendein Problem. Und dann rauszufinden, wo das Problem war, in welcher Ebene, in welchem Werk von der Maschine, das war damals die Herausforderung. Und frustrierend war natürlich, dann musst du diese 10 oder 11 Ebenen alle abbauen, wenn in der Ebene 2 was falsch war. Die haben wir auf so ein Ablageblech gelegt. Und dann musste die Maschine wieder mühsam zusammengebaut werden, wieder aufgebaut werden. Das hat dann mal locker einen Tag gedauert, so eine Ebene zu reparieren. Und dann, um dann festzustellen, nach dem nächsten Tag war das nächste Problem da. Also es war mega anstrengend. Ja, hier sieht man mal die Bleche und auch die Zeichnungen dazu. Also wie gesagt, das muss man ganz klar sagen, Uschi war sehr früh in der Lage, den Schaltplan von ihm zu erkennen, hat die Takte durchgegangen und konnte ihm früh Fehler nachweisen. Dadurch haben wir unheimlich viel Zeit gespart. Weil in dem Augenblick haben wir die Bleche nicht mehr zeichnen müssen, die wurden auch nicht falsch gefertigt, wie es davor immer war, sondern er hat den Schaltplan korrigiert und dann ging es weiter. Das hat uns, schätze ich mal, Monate Zeit gebracht und das ist ihr Verdienst gewesen, das hat sie echt super gemacht. Das habe ich nicht hingebracht damals. Ich war auch nicht so gut der Theoretiker. Ich war der Schlosser von uns und bin auch runter in die Werkstatt, habe dann die Bleche zurechtgefeilt. Ja, ist nun mal so, ich bin halt ein Schrauber und Mechaniker, der auch wichtig war in der Maschine, auch was die Lochkartengerät angeht und so weiter. Es gab genug mechanische Probleme, aber Uschi war da echt gut, die konnte das. Ja, Zeichnung gemacht, Draht erodiert. Damals gab es kein Internet, wo man dann die hätte hinschicken können, sondern ein Mechaniker kam zu uns ins Atelier von Siemens, hat die Zeichnung mitgenommen, hat daraus Programme erstellt, Draht erodiert und dann uns die Bleche gebracht. Also immer wenn, ich glaube Ernst hieß der, wenn der Ernst kam, da liegen die Bleche dann, so da haben wir die hingelegt und dann konnten wir einfach eine nächste Ebene weiterbauen. Das war schon toll. Und die haben auch super schnell geliefert. Also Siemens muss man auch im Nachhinein loben. Die haben Geld investiert, die hatten Leute für uns abgestellt. Da wurde Draht erodiert, Zuse hatte Priorität. Das war die normale Produktion, ist da echt stehen geblieben für uns. Das war sensationell. Und auch für mich als junger Ingenieur später, ich konnte Dinge einfach aufkonstruieren. Wie jetzt hier sieht man in der Studienarbeit, den Lochkartenleser, da kommt auch gleich noch ein Bild. Da konnte ich mich selbst verwirklichen, weil da gab es ja keine Unterlagen. Zuse hat nur gesagt, was er will, welche Schaltvorgänge und wie ich das realisiere, mit welchem Rasterklinkenmechanismus, welche Feder, das war alles meine Entscheidung. Das war schon schön, das hat auch Spaß gemacht. Ja, da sieht man den Aufbau von der Seite. Wenn so eine Ebene mal fertig ist, dann sind dann je nach welcher Ebene es war, 7, 8 Stockwerke bis 11, glaube ich, ging es. Unterirdisch waren die ganzen Antriebe und es waren alles definierte Wege, weil diese Rundbewegung wurde in Linearbewegung übersetzt von diesem Rastmechanismus und das waren alles definierte Wege. Und das hat auch schon clever gemacht, der Herr Zuse, dass wir einen normierten Weg hatten. Und dadurch war uns immer direkt klar, wenn wir die Zeichnung gesehen haben, okay, der Hub kommt, so und so viele Millimeter, das war festgesetzt. Und dadurch war auch die Hebellänge fest vorgegeben. Die konnte man auch nicht variieren, sondern die hat ja ihren Sinn und Zweck. Ja. Das war auch so eine kleine Maschine, niedliche. Damit haben wir die Lochkarten gestanzt. Weil das war letztendlich, wir mussten dann auch diese Übersetzung machen ins Dualsystem und die Rechenbefehle waren feste duale Befehle, die musste man eintippen. Sei es Speicherzelle auslesen, Speicherzelle befüllen oder die 4 Grundrechenarten. Dafür gab es dann
ist eine kleine Anleitung und da konnte man die Programme schreiben. Er nannte das auch Plankalkül, das war die erste Programmiersprache. Das war sozusagen auch von ihm so seine Idee. Und es waren normale Filmstreifen, 36 mm, die man heute Schwierigkeiten hätte, die zu bekommen, oder zumindest schwieriger als damals. Ja, da sieht man nochmal einen Zuse im Atelier, der kam dann mal nachmittags nach seinem Mittagsschläfchen hoch, hat sich dann alles angeschaut, was wir so gemacht haben. Und wir hatten dann so, ich glaube, 16 Uhr in Trier um Feierabend, sind dann gefahren. Und hier sieht man auch ganz gut links das Speicherwerk schon relativ weit fortgeschritten. Und da sieht man noch den Aufbau, da ist noch alles kahl, da ging es dann ans Rechenwerk. Und unser Diplomarbeit neigte sich dem Ende. Kann das sein, dass das Bild seitenverkehrt ist? Also wenn ich mir vorstelle, wo die Kurbel sitzt und wo der Speicher sitzt, würde ich nur sagen, der ist seitenverkehrt. Du hast recht, ja, das stimmt. Ja, das ist gespiegelt, hast du vollkommen recht. Sehr gut aufgepasst. Ich überlege mir, ja, das habe ich recht. Ja in Berlin in der Hand gehabt und überlege mir gerade, mich da zurechtzufinden und ja, kommt es einem komisch vor. Ja, wir haben keine Buchstaben, die man es erkennen könnte oder irgendwelche Zahlen. Ja, es ist spiegelverkehrt, stimmt. Ja, und was ich sagen wollte, nach einem halben Jahr war unsere Diplomarbeit fertig. Die GMD hat dann aus diesem Diplomarbeitdruck ein Arbeitspapier gemacht, gibt es auch eine ISS-Nummer drüber. Und da haben wir ein Honorar für bekommen, das war auch sehr fair, haben auch die Exemplare gedruckt. Und dann waren wir mit unserer Arbeit fertig und eigentlich wollten wir beide in die Industrie gehen. Aber klar war auch, die Maschine war noch nicht fertig. Das ist ungefähr der Zustand, wo wir dann unsere Diplomarbeit fertig hatten und wir konnten Zuse nicht so hängen lassen und das ganze Kuratorium. Und dann haben die uns eingestellt als freie Mitarbeiter. Also sozusagen freier Ingenieur haben wir dann weitergearbeitet. Und es wurden dann noch 7 Monate, sodass wir dann insgesamt auf 14 Monate kamen, wo wir die Maschine mit aufgebaut haben. Da auch nochmal eine Frontansicht, die stimmt jetzt wieder von der Spiegelung. Ja. Im Hintergrund sieht man auch immer wieder mal ein paar Fotos vom Konrad Zuse, Fotos sage ich schon, Gemälde, der hat mit Öl gemalt. Also er hat gezeichnet, er hat Linoldrucke ausgeritzt und Drucke gemacht und er hat auch Ölgemälde gemalt. Also er war wirklich künstlerisch begabt. Ja, noch derselbe Zustand, Speicherwerk ist fertig und Rechenwerk befindet sich im Aufbau. Das ist dieser Kartenleser, wo ich mich austoben durfte. Kartenleser, sage ich schon, Lochstreifenleser mit den Federn und so weiter. Und egal, was ich für Material brauchte, ob das mal Messing war, Titan, Stahl gehärtet, Siemens hat geliefert. Das war einfach faszinierend. Ich mache eine Zeichnung und 2 Tage später kommt der Facharbeiter, der Herr Ernst, und hat die Teile gebracht. War schon schön. War dann später für mich in der Industrie nicht mehr so. Da läuft das anders. Ja, und das ist jetzt mal ein Sprung. Nach diesen 6 Monaten als freier Mitarbeiter war die Maschine im Wesentlichen fertig. Und dann war natürlich irgendwann der spannende Tag da. Ja, funktioniert sie denn auch? Und da haben wir ganz vorsichtig mal das erste Programm geschrieben. Zahl einlesen, Speicherzelle 1, die nächste Zahl, Speicherzelle 2, addier die beiden mal und wirf das Ergebnis raus. Wir waren ja skeptisch. Und es hat funktioniert. Und dann haben wir weitere Rechnungen gemacht. Und dann haben wir es auch komplizierter gemacht. Und dann kamen wieder Emil Zöpfli und Matthias Knauer haben das auch aufgenommen und dann war Siemens da, GMD war mal da von der Chip-Zeitschrift, also hatten viel Publikum in der Zeit und immer wieder Vorführungen gemacht und hatten nachher aber auch ein Programm, wo einigermaßen stabil lief. Wenn man es nämlich übertrieben hat, gab es ja diesen Fall, ganz viele Rechenoperationen und dann war wieder so das größere Spiel da und dann hat es wieder gehakt. Also wir haben auch in der Phase, wo sie eigentlich fertig war, immer wieder bestimmte Ebenen abbauen müssen und haben die Maschine wieder reparieren müssen. Gleich kommt ein Video, wie die Maschine gezeigt wird. Ich mache es jetzt trotzdem schon mal in der Theorie. Hier drüben ist das Eingabewerk. Also da kann man die Einer, Zehner, Hunderter, Tausender ziehen. Das wurde mit Blech gezogen. Das waren wieder diese 8 mm definierter Hub. Wenn ich meine Zahlen gezogen habe, habe ich hier wie so ein Enter einen Hebel bewegt. Gleiches, wenn die Maschine durch war und das Ergebnis war dann da, muss man auch hier wieder mit einem Enter drücken, um das Ergebnis darstellen zu lassen. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, wann habt ihr denn gewusst, wann das Ergebnis da war? Man hat es gehört. Also das ist die Antwort. Also die Maschine lief, man hat es dann auch in der Hand gemerkt, irgendwann war es Leerlauf, da hat sich nichts mehr getan. Die Bleche haben sich alle gleichmäßig bewegt, oder die meisten standen und dann war klar, der ist jetzt fertig. Und dann haben wir einen Enter gemacht und dann wurde hier über so kleine Tafeln das Ergebnis dargestellt. Und das war natürlich für uns ein tolles Gefühl, wo die Maschine lief und die Ergebnisse waren auch richtig.
dann, das war ja auch noch ein gewisser Zweifel, da funktioniert sie überhaupt. Und ich kann heutiger Sicht sagen, sie hat komplett funktioniert. Diese vier Grundrechenarten in beliebiger Kombination mit normalen Zahlen, das ist nicht übertrieben. Viele haben auch Kommazahlen mal gemacht, das hat funktioniert. Die Maschine lief. Und das war ja für Siemens auch der Beweis. Und dann kamen auch alle und wir hatten damals auch die ganzen Geldgeber dabei. Ich fange mal von rechts an, das war der Siemens-Vorstand, den Namen weiß ich nicht mehr, das ist alles 34 Jahre her. Der Kollege war von dem Museum, weil wir hatten darauf gedrängt, das Museum muss uns nochmal einen Mitarbeiter zur Seite stellen, damit die Maschine auch gewartet werden kann. Wir haben diesen Kollegen dann eingearbeitet, aber Sie sehen ja an dem Bild, der war ja auch nicht mehr der Jüngste. Und das war der Direktor von dem Museum und wir haben das dem mehrmals gesagt, ihr müsst junge Leute nehmen. Die wollten auch, dass ich dann ein Museum anfange. Da habe ich gesagt, nee Leute, also mit 27 als Ingenieur fange ich nicht ein Museum an. Ja? Ein Museum Verkehr und Technik, dem heutigen Technikmuseum. Deutsches Technikmuseum heißt es heute. Ja, dann war das der Werkleiter von Bad Hersfeld von Siemens. Das war der Facharbeiter. Ich meine, Ernst hieß er. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob er Herr Ernst hieß oder mit Vorname Ernst. Die Frau Zuse, super nette Frau, hat uns öfter mal Kaffee gebracht, Kuchen. Also sie hat uns echt gut versorgt. Der Herr Zuse, meine Kollegin, die Ursula Schweier, meine Wenigkeit, dann war der Bart ab. Das war der Dr. Schäfer von der GMD und sein Chef. Das waren im Prinzip alle anwesend vom Kuratorium und da lief die Maschine auch an dem Tag. Die haben uns dann Zahlen zugerufen, wir haben die Rechnung gemacht und das Ergebnis war da. Und dann war klar, dass die Arbeit abgeschlossen ist und dann sind wir auch aus dem Projekt ausgestiegen. Ich habe am 1. März 1989 hier in Sindelfingen beim Daimler angefangen und die Maschine wurde aber im September dann offiziell übergeben an das Museum mit einer großen Feier. Die wurde zwischendurch demontiert, da waren wir schon nicht mehr dabei. Und wurde dann durch das große Fenster hier mit einem Kran rausgehoben. Wenn man den ganzen Film sich mal anguckt, den gibt es auch zu kaufen, den Film von den Emil Zöpfli und Matthias Knauer, dann sieht man das in dem Film. Und das waren die Kisten mit den Ersatzteilen, unsere Becher, unsere Bleche. Und da habe ich, wie gesagt, mir damals ein paar Bleche mitgenommen. Deswegen habe ich so ein paar Anschauungsobjekte. Und das war im Prinzip unsere Arbeit, diese 14 Monate dort. Das war es im Wesentlichen. Und wir haben noch eine kleine Sequenz, wie man die Maschine im Einsatz sieht. Die lassen wir auf jeden Fall noch laufen und dann können wir Fragen beantworten. Also im Prinzip war seine Logik von 1936 die korrekte. Es lag einfach an der Qualität damals. Und nochmal, diese Dinger, die waren super genau, drahterodiert. Also ob mit einer Feinmessschere oder mit einem digitalen Multimeter, die waren immer aufs Hundertstel, die waren unfassbar genau und trotzdem hat es die Maschine Kracher gehabt zwischendurch und habe das Spiel aufaddiert. Man hätte, also heute würde ich mal sagen, man müsste die Hübe normieren. Man hätte zwischendurch so eine Art Booster einbauen müssen, wo der Hub wieder auf seine korrekten 8 mm gegangen wäre. Aber gut, so war es nun mal. Entscheidenden Bausteine eines Computers realisiert. Vor allem die Programmsteuerung auf einem Lochstreifen. Ein Programmbefehl besteht aus 8 Löchern auf dem 35mm Film. Bei den Originalmaschinen waren es ausgediente Kinofilme aus dem Abfall. Sieht man, wie der Film weitergeht, immer zack, zack, ein Herz. Und hunderte von Blechen im Einsatz. 1989. Die Rekonstruktion ist fertig aufgebaut und wir führen eine Proberechnung durch. Zuerst lege ich den Programmstreifen ein. Das Einlesen des Programms kann jetzt beginnen. Das Programm verlangt zuerst nach den Zahlenwerten, mit denen gerechnet werden soll. Einige Zahlen sind schon im Speicher. Ich gebe hier noch die letzte Zahl ein, eine 12, und zeige dem Rechner an, dass die Eingabe abgeschlossen ist. Die 12 wird nun in diesem Block ins Dualsystem übersetzt. Der Programmstreifen bezeichnet nun diejenige der 64 Speicherzellen, wohin unsere 12 abgelegt werden soll. Mit dem Wählwerk wird die Speicherzelle ausgewählt, unsere Zahl wird vom Rechenwerk in den Speicher übertragen.
Nun kommen vom Programmstreifen die Anweisungen für die Rechnung. Vom Leitwerk werden über dieses Gestänge die Operationen eingeleitet. Man sieht hier rechts außen, wie das Mikroprogrammwerk den Ablauf der Operation, einer Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division, mit fest eingebauten Befehlsfolgen steuert. Beim langsamen Takt unserer Demonstration kann eine Rechnung viele Minuten dauern. Schritt für Schritt wird das Programm abgearbeitet, immer im dualen Zahlensystem. Und erst am Schluss wird das Resultat wieder in eine Dezimalzahl rückübersetzt, im Ausgabeblock und erscheint mit Vorzeichen und Kommalage im Anzeigefeld. Also auch ohne Enter sehe ich gerade, war der falsch von mir. Ja, das war die Maschine im Einsatz. Das ist schön, dass wir das Dokument haben, weil die ist danach leider kaputt gegangen im Museum. Man hat mich dann noch kontaktiert. Ich war schon beim Daimler im Beruf und dann bin ich auch nochmal nach, ich weiß gar nicht, welchem Monat das war, im 89 im Frühjahr nach Berlin geflogen, habe die nochmal repariert, habe es auch geschafft und wieder zur Arbeit gefahren. Und ein paar Wochen später rief der Direktor wieder an, die Maschine steht wieder. Und da habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist mal irgendwann Ende. Und das war auch der letzte Kontakt für mich mit der Maschine. Das haben wir im Vorfeld gesagt, ihr müsst einen Herr schicken, der mit den Aufbau gestaltet, dass die Maschine mit betreuen kann und dann hätte man es dokumentieren müssen, gar keine Frage. Das Rechenwerk ist das kompliziertere von beidem und das haben wir nicht dokumentiert und da war die Zeit nicht dazu da. Wir haben einfach, wie gesagt, 6 Tage die Woche Arbeit ist, sonntags, da hast du nicht mehr viel Zeit zum Dokumentieren, das ist einfach untergegangen. Und man hat es auch gemerkt, im Kuratorium am Ende ging es darum, baut sie fertig und hoffentlich funktioniert sie. Und das haben wir geschafft. Und das war auch das Ziel. Und das war dem Direktor auch klar, wenn er das Ding hinstellt und die wird unsachgemäß zu schnell gedreht oder eine unglückliche Rechnung wird abgerufen, dass sie stehen bleibt. Und dann darf man nicht weiterdrehen. Dann muss man die abbauen, muss es konsequent reparieren und wieder zusammenbauen. So ist nun mal der Stand der Technik. Aber was du mir erzählt hast, wie die Maschine sich heute befindet, ist natürlich sehr traurig. Aber gut, wir haben das Dokument. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir hatten viele Zeugen, die Maschine hat komplett funktioniert. Da gab es gar nicht dran zu deuteln. Sie war nicht stabil, das war das einzige Problem. Aber sie hat von der Logik her funktioniert. Nun wisst ihr, wer den Computer erfunden hat. Konrad Zuse. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Genau, die hat einfach nur länger gedauert. Und nochmal, die hat wenig kommuniziert, die Maschine. Also irgendwelche weitere Schritte zu machen, wo das Programm was verlangt. Uschi hat es ja eben so schön im Film gesagt, nun verlangt die Maschine. Das war Geräusch, man hat es gehört. Und wenn man gedreht hat, hat man es auch gemerkt. Dann wurde es irgendwann leicht. Tak, 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 tak. Dann hat die im Leerlauf gedreht. Und wenn die zwischendurch gerechnet hat, das war auch schon mal schwergängiger, weil natürlich Unzahlen von Blechen belegt wurden. Ihr habt das ja gesehen und die quietschten ja auch so. Wir haben mit Trockenpulver gearbeitet, um die Reibung zu minimieren, in den Gelenken unten Öl reingemacht, da wo dieses Drehen. Und Clemens hatte erzählt, die Maschine ist im fürchterlichen Zustand, ist alles leider verharzt. Aber wen wundert, das Ganze ist 34 Jahre her. Ja, es ist schade, dass es heute nur noch ein Anschauungsmodell ist und keine bewegte Maschine mehr. Umso wichtiger, dass es diese Aufnahmen gibt. Und wie gesagt, diesen Film komplett, wer jetzt im Computer interessiert ist, die ganze Dokumentation, ich habe sie zumindest mal gesehen, in Amazon gab sie zu kaufen als Film. Wir haben damals von ihm eine Videokassette bekommen und ein Kollege, ein Freund von mir, hat die dann für mich digitalisiert. Deswegen ist die Qualität auch nicht besonders gut. Also es ist im Prinzip handdigitalisiert, wenn man so will. Ja, ansonsten, der Herr Zuse war kein einfacher Mensch, muss man ganz klar sagen. Ich habe es ja schon erwähnt, Fehler zuzugeben war nicht so sein Ding. Oder ich weiß noch, die ersten Tage, wo wir da waren, da hat er mir die Werkstatt gezeigt und immer nur mir und der Uschi nicht. Und dann sagt er doch knallhart zu uns beiden, die Frau Schweier geht da aber nicht hin in die Werkstatt. Und da habe ich gedacht so, boah, aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und wir haben das aber, Uschi war auch ganz ruhig, haben wir erstmal akzeptiert. Und wenn er dann unten war, da hat er mal zwischendurch Pause gemacht, Uschi mitgenommen. Sie war Optikerin, sie hat super gearbeitet. Da gab es auch kein Bedenken an der Nähmaschine, an der Bohrmaschine oder was wir da hatten. Natürlich hat die mit repariert. Ja, aber mit so einem Mann kannst du über sowas nicht diskutieren. Das war halt ein alter Schlag, 1910 geboren.
Und wie gesagt, das hat ihm auch nicht behagt, dass die Uschi ihm die Fehler nachgewiesen hat im Plan. Das mit Sicherheit war das für ihn, da hat er sich alle Zähne zusammengebissen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und es kam nie von ihm ein Lob, aber ich habe das der Uschi gesagt, das war echt super von ihr, das hat sie gut gemacht. Dadurch haben wir echt viel Zeit gespart. Ja, ansonsten, auch Siemens, die Zusammenarbeit war hervorragend, kann ich nur sagen. Also wir sind öfter ins Werk gefahren dann, die 28 Kilometer zwischen Hünfeld und Bad Hersfeld, haben auch mal selbst Teile abgeholt, wenn der Kollege Ernst mal krank war oder keine Zeit hatte. Wir sind auch an die Drahtaerodynamik-Maschinen rangekommen, ich durfte auch selbst programmieren. War auch wieder nichts Einfaches, dieses maschinennahe Programmieren liegt mir nicht. Habe ich mich schwer getan mit den Programmen schreiben. Also ich bin eher der CAD-Mensch und Zeichnung erstellen, das war so eher meine Stärke. Deswegen, wir haben uns auch ein bisschen aufgeteilt. Jeder hatte seine Stärken und die haben wir auch ausgespielt in dem Projekt und hat gut funktioniert, muss man sagen. Zwischendurch hatte der Zuse mal einen Herzinfarkt, einen leichten, ging dann auch in Kur, war dann auch ein paar Wochen weg. War für uns eine schwere Zeit, weil wir hatten natürlich keinen Input mehr von ihm, haben dann ein bisschen mehr dokumentiert, aber das ging nur 3 Tage, dann kam vom Krankenbett aus seiner Kur heraus, hat er wieder Zeichnungen erstellt und die kam über normalen Postweg dann zu uns und dann ging es weiter. Sehr zum Leidwesen seiner Frau, die natürlich mit ihm geschimpft hat. Und dann hat der Arzt ihm gesagt, ja, er sollte mehr laufen und Rad fahren und siehe da, da war ein Trimmlichtrad auf einmal in seinem Wohnzimmer und er ist auch wirklich dann gefahren, ne? Und er hat sich dann auch wieder erholt, also er hat sich wieder hochgepäppelt. Zuse selbst ist ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, 85 geworden, 95 gestorben und zwischendurch hat er den 80. Geburtstag gefeiert, da wurden wir auch eingeladen, es war eine sehr schöne Feier, muss ich sagen, also mit den Zuses habe ich mich gut verstanden, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, aber auch in dem Werk Siemens war, ich kann nur sagen, gute Zusammenarbeit, genauso mit der GMD und Museum ebenfalls, also wie gesagt, als wir damals die Maschine repariert haben, hat man dieses Gästehaus bei denen oben. Da kann man wirklich sagen, wie in dem Film, nachts allein im Museum. Der Pförtner kannte mich und ich bin dann auch nachts mal durch die ganzen Ausstellungen gegangen. Ist natürlich toll, wenn du ein Museum mal für dich hast und kannst dir mal alles in Ruhe angucken. War auch eine coole Zeit. Ja, das ist der Stand der Dinge heute. Und die Maschine ist leider defekt und du hast den Ehrgeiz, Clemens, das Speicherwerk wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe den Ehrgeiz, den Rest auch zum Laufen zu bringen. Also Respekt. Das Selbstbewusstsein ist unbegrenzt. Okay. Ja, aber also, ich habe natürlich genau die gleiche Idee gehabt wie ihr damals, dass man den Speicher, der regelmäßig aufgebaut ist, erstmal in Betrieb nimmt, um ein Gefühl für die Maschine zu kriegen, wie leicht oder wie schwergängig die ist. Und wenn ich die Filme da angucke mit der Frau Schweier, die geht heute schwergängiger, was man auch gesehen hat, dass die eine Schaltklinke vom Speicherwerk extrem abgenutzt ist. Das heißt, die hat man noch sehr lange benutzt und sie läuft im Moment so im Leerlauf, also ohne dass was da dabei passiert. Nein, was man bei dieser Zahleneingabe ja so gar nicht bedenkt, da, ihr habt 12 eingegeben in die Maschine und die 12, die muss ja erstmal in eine Integerzahl, das heißt also die 1 muss mit 10 multipliziert werden, dann muss die 2 dazu addiert werden und dann muss das Ganze so normalisiert werden, das heißt so lange durch 10 dividiert werden, bis es kleiner als 1 ist, weil die Maschine ja in Fließpunkt gerechnet hat. Also es ist ja nicht so, dass die die Z11, die hat in Festpunkt mit nicht gebrochenen Zahlen gerechnet. Aber bei der Eingabe, da muss dann also tatsächlich auch die Division durchgeführt werden, sodass ich die Zeitenangaben, die da genannt werden, die bezweifle ich also ein bisschen. Okay. Das also mit diesen 3 Takte, um eine Zahl einzugeben oder sowas. Ja. Also was mich jetzt halt interessiert aus deiner Erinnerung, ja. Wir haben in dem Heft, diese berühmten Ablenkplatten, haben wir darüber gelesen. Die Eva Kudras im Museum sagt, sie wüsste nichts, sie könnte sich nichts darunter vorstellen. Ich habe jetzt ja in dem Film die Kisten gesehen, nach denen sie dann fahnden kann, in der Hoffnung, dass es tatsächlich nach Berlin gegangen ist und nicht ins Deutsche Museum. Und wichtig wäre auch die Schaltpläne. Zuse hatte für jede Ebene einen Schaltplan gehabt. Ich meine, wenn wir das wirklich reparieren wollten, müssen die Schaltpläne da sein, weil wir haben ja auch fürs Rechenwerk? Ja, die hatte er. Wir haben ja diese ganzen Sachen, Mikroprozessor, Steuerung, wie er sie nannte, Leitwerk, Übersetzungswerk, war ja alles aus Schaltplänen bestanden. Und daraufhin haben wir die Zeichnung gemacht, daraufhin wurden die Bleche erodiert und die haben wir zusammengebaut. Insofern, er hat sie gemacht und die waren alle in den Schubladen drin. Wie gesagt, wir sind aus dem Projekt ausgestiegen und die Maschine wurde ja in unserer Abwesenheit demontiert und nach Berlin gebracht.
Wo die gelandet sind, weiß ich nicht. Also es kann nicht sein, dass die aus Versehen nach München gekommen sind. Kann ich nicht beurteilen. Ich war absolut nicht dabei. Ich war da beim Festakt dabei. Im September war der Festakt, 14. September 89, als die Maschine übergeben wurde in Berlin. Und was zwischendurch passiert ist, da waren wir schon im Industriejob. Was ich die letzten Tage gemerkt habe, ich habe mir nochmal die Diplomarbeit angeschaut und dann auch diese Schallpläne und die Zeichnungen. Und das ist mir nochmal klar geworden, nach 34 Jahren vergisst man das. Ich habe vieles gar nicht mehr gewusst, so wie wir das eigentlich gemacht haben. Also ich würde mir auch schwer tun, heute aus seinem Schallplan ein Blech zu zeichnen, muss ich ganz klar sagen. Jetzt müssen wir das ja nicht, die Bleche sind ja da. Wir müssen nur die Fehler entdecken, die in der Maschine sind und die dann reparieren, wieder zusammenzubauen. Aber das wird schwierig werden. Ja, ich meine, was auffällt, ist, dass die Maschine sich von den Fotos unterscheidet. Da sind Teile dazugekommen. Das heißt also, das, was in dieser, bei dieser Vorführung von Siemens zu sehen ist und das, was man in Berlin sehen kann, da sind Teile dazugekommen. Okay. Ich habe auch Fotos gemacht von Impulsstangen, die offensichtlich nachträglich eingebaut worden sind. Also ihr hattet ja überall diese Imbusschrauben und da sind dann plötzlich Impulsstangen, die aus zwei Alublechen bestehen, mit Distanz und dann mit mit Schlitzschrauben und so weiter. Da muss also nachher dran gearbeitet worden sein. Und die Diskussion, die wir hatten, die Gummiringe, wo du gesagt hast, die wären ja nicht drinne gewesen. Und ich sage, da muss einer die Maschine komplett zerlegt haben, um da diese Gummiringe nachträglich einzuziehen. Also kann das nicht sein, dass du die vergessen hast, die Gummiringe. Nein, also ich da bin ich mir sicher, dass wir keine Kunststoffe verwendet haben, außer die Plexiglasabdeckungen. Das war alles aus Metall. Im Prinzip, was du hier in der kleinen Zelle siehst, daraus besteht die Maschine im Wesentlichen, außer die großen Schubstangen. Wir haben alles aus Metall gemacht. Wir hatten auch keinen Grund, aus Kunststoff einzusetzen, weil Gewicht spielt ja keine Rolle. Die Maschine war über eine Tonne, da kam es aufs Gewicht nicht an. Und wir haben alles Edelstahl genommen, das sind ja alles Edelstahlbleche, damit die nicht rosten können. Aber wenn natürlich neue Bleche reinkommen, das ist fatal, weil die Maschine hat ja funktioniert. Es ist kein Bedarf für eine neues Blech oder neue Schubstange. Man hätte nur die Stelle, die verbogen war, entnehmen müssen, reparieren und zusammenbauen. Das wäre es gewesen. Ja, das ist ja passiert. Also ich habe ja zwei Fotos, wo zwei Werke, einmal das Planwerk, komplett zerlegt ist und mit der Eva Kudras haben wir die Speichersteuerung zerlegt. Und da steht ja, wir haben heute, hat der Christian dieses Video, was ich beim VCFB den Vortrag gehalten habe, hochgeladen auf YouTube. Und da steht dann dran, 5 Stunden habe ich gebraucht, um das Planwerk abzubauen. Also fängt man morgens an und mittags ist man durchgeschwitzt. Und da liegt das Zeug alles auf dem Tisch. Und man hofft, dass man es in der richtigen Reihenfolge auch wieder reinkriegt. Und da wäre dann die Frage nach den berühmten Ablageplatten, die wohl auch verschwunden sind. Oder es gibt irgendwo in einem Eck einen riesen Container noch mit nicht ausgepackten Umzugskartons. Die Frage ist, was machen die Silberfischchen in der Zwischenzeit mit den, waren das echte Blaupausen, die Zeichnungen? Oder ja, das? Ja, es war ein großes. Hat auch Pergamentpapier. Nee, es war ein richtiges Papier, A0, damalige A0-Blätter. Und die haben wir auch runterkopiert. Wir haben einen Teil auch hier drin in unserer Arbeit. Und was mit den restlichen passiert, die lagen alle in der Schublade. Ich bin mal davon ausgegangen, dass das alles Museum für Verkehr und Technik die mitgenommen hat. Das wird ja Sinn machen, weil die Maschine ist bei Ihnen. Ich habe sehr viele gescannte Pläne, die natürlich, denn da ist dann auch mal der Schweiß drüber geflossen oder sonstige Dinge und so wahnsinnig kontrastreich sind die auch nicht. Ja. Aber ich habe also nie eine Explosionszeichnung zum Beispiel von dem Rechenwerk gesehen. Nee, haben wir auch keine gemacht, weil wir kamen nicht zum Rechenwerk dokumentieren. Nein, ich meine von Zuse. Ach so. Nicht hier im GMD. Aber Explosionszeichnung hat er auch nicht gemacht. Der hat sich nur an seine Pläne gehalten. Also Zuse hat seine Logikpläne gemacht. Uschi hat die übersetzt, wir haben Zeichnungen daraus gemacht und daraus wurden Drahterodierprogramme entstanden. Also wir haben nie Explosionszeichnungen gehabt, sondern es war immer pro Ebene ein Blatt. Und da waren auch die Befehlsreihenfolge drin, welcher Stift kommt zu welchem Takt. Und mit der Logik sind wir vorgegangen. Das hat auch funktioniert, wir haben die Maschinen damit aufgebaut. Was man hätte machen sollen, klar, heute haben wir Digitalfotografie, einen Film laufen lassen, wenn man das Ding zusammenbaut. Da hätte man natürlich eine Explosionsdarstellung machen können. Ja. Das fehlt natürlich.
Und dass die Ebene 5 Stunden abbauen, das kann ich nur gut bestätigen. Das habe ich ja ein halbes Jahr lang gemacht. Frustrierend. Ja. Du warst mittags fertig, die Maschine zusammengebaut, die lief, zack, der nächste Problempunkt, andere Ebene, 5 Stunden runtergebaut, nach Hause gegangen, nächsten Tag wieder aufgebaut. Also irgendwann hat man auch fast keine Lust mehr. Das war super ermüdend und anstrengend. Und die Ablegebleche waren im Prinzip spiegelverkehrt zu den Ebenen, wie sie im Hauptteil waren. Das kann man wieder nachbauen. Also es ist ja nur spiegelverkehrt, dass man die Bleche so ablegt. Da brauchen wir ja nur die Stützstifte. Genau, da, die im festen Raster sind. Ich glaube, 30 mm war das Raster. 15 insgesamt. Aber wahrscheinlich hat es dann mal 30, zwei. Ja, aber ihr habt geschrieben 15 mm. Dann war das ein Fehler, weil das sind 30. Ja, gut, das ist 2x15. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch mit der einen Umdrehung, die macht ja dann 4 Takte. Also insofern ist das ja eine Frequenzverdopplung da drin. Ja, hast du recht. Und was sie sagte, eben Vervierfachung, Entschuldigung. Eine langsame Demo, schneller haben wir die Maschine nie laufen lassen. Ich habe auch nie verstanden, warum dazu so ein Motor unten dran gebaut hat, da war ein Elektromotor dran. Das hätte die Maschine gar nicht ausgehalten. Wenn da jetzt ein Fehler gekommen wäre, der Motor hätte ja alles zermahlen. Also das haben wir uns nie getraut. Wir haben den Motor nie zum Laufen gebracht, also ganz bewusst nicht, sondern immer von Hand gerechnet. Und es ging leicht. Also Uschi war ja wirklich keine kräftige Frau, die hat das Ding bedrehen können. Es war eine leicht laufende Maschine, wozu sollte man den Motor laufen lassen? Quatsch. Und aber sie lief. Also das ist wie gesagt, und die hat alle Rechnungen, die wir gemacht haben, es waren einfache Rechnungen zugegebenermaßen, haben funktioniert. Aber auch Kommarechnungen haben wir schon mal gemacht. Ja, aber ganz bewusst Riesenrechnungen nicht, weil da drehst du dir einen Wurm. Ne? Das ist natürlich, dann braucht die auch entsprechend länger. Deswegen haben wir auch einfache Rechnungen gemacht. Und es ging um den Beweis. Und die Maschine lief und das war das Ziel damals. Also von dem her ist das zumindest mal erreicht worden. Aber ich habe mal fast gedacht, dass die nach ein paar Jahren mehr oder weniger ein Anschauungsobjekt sein wird im Museum. Ja, aber wie könnte man das machen? Jetzt nimm, also die Idee ist natürlich, die Maschine zu zerlegen und das zu fotografieren. Also da haben wir so Vorstellungen, die Bleche auf Millimeterpapier zu legen und mit moderner Technik das zu machen. Ich habe dir auch diese gebogenen Bleche gezeigt, wo du gesagt hast, das könnte nicht sein. Nein, aber die waren alle eben. Da hat einer rumgefunden. Wir haben nur ebene Bleche verwendet. Wozu sollte man ein Blech verbiegen? Weil wenn man hochgehen wollte, waren ja diese Schaltstifte, diese senkrechten. Ja. Und die haben den Weg zur nächsten Ebene gewidmet. Warum sollte ich ein Blech da hochbiegen? Macht keinen Sinn. Wir haben immer die Schaltstifte lang genug gemacht und die waren in der Lage, alle Ebenen zu bedienen. Der Schaltstift ging immer komplett rum. Und dann muss es ja nur ein Blech haben zum Abgreifen von der Ebene. Da ist auch so ein Haken dran. Ja, hier sieht man es. Also dieser Schlitz ging dann in dieses Blech hinein. Ach ja, genau, danke. Ich denke immer an die Leute, die online noch dabei sind. Die vergesse ich immer, sorry. Yeah. Also dieser Schlitz war im Prinzip die Aufnahme vom Stift und der hat das Ding dann bewegt, hat einen Hub gemacht. Das war die Aufnahme. Es gab auch noch so Haken und deswegen, die lagen immer eben. Jedes Blech war eben. Wir haben nie ein Blech verbogen auf eine andere Ebene hin. Wozu? Ja, ich habe es aber fotografiert. Ja, also glaube ich dir das auch. Aber das ist entweder nachgebastelt oder es ist ein Defekt. Also die Maschine war absolut eben. Auf den Fotos hast du eben gesehen, meine Seitenansicht, wo ich rein fotografiert habe, da waren alles ebene Bleche. Wenn du 3 Stunden um die Maschine rumtanzt und jedes Ding so zentimeterweise fotografierst, dann findest du dieses. Also ich meine, ich kann das, dieses Blech kommt mir sehr bekannt vor, also diese Art von Verbiegung, das war in der Speichersteuerung ein derartiges Blech, also nicht das gleiche. Das war eben auch, hier hat der Stift geklemmt und da hinten sollte Kraft eingeleitet werden und dazwischen dieses Blech. Und dann hat das hier. Dann darf man nicht weiterdrehen, da muss man sofort aufhören. Ja. Wenn man, man hört ja auch, wenn die Bleche biegen, dann geht es ja so hoch und es knirscht. Ja. Dann wird man direkt gestoppt, haben dann mal leicht gedreht, haben geguckt, oh, das ist Ebene 5, haben gestoppt, Schrauben abgedreht, Ablegeblech, Ebene 5, was ist los? Und rückwärts drehen? Nee, war nicht möglich, war eine Sperrklinke. Die Sperrklinke, die kann ich wegnehmen. Man wegmachen. Hat den Fehler meistens nicht behoben. Also es waren immer Fehler, wo ein Stift gekippt ist. Die Stifte sind übrigens 7,8 mm, die Ebene ist 8, das heißt, die haben 2/10 Luft, sodass sie sich bewegen können, aber nicht kippen konnten. Yeah. Aber das Plexiglas gibt natürlich nach, wenn man stark drückt, dann hat er der Stift gekippt. Aber er hat ja immer die Bleche auch zweiseitig die Stifte zweiseitig angeschnitten. Ja, wenn es ging, genau, das war auch noch so eine Logik, das hat uns zu darauf aufmerksam gemacht, greift die Stifte immer von beiden Seiten an, dass die nicht kippen können. Habt ihr ja da irgendwo. Genau, haben wir auch beschrieben in unserem Speicherwerk. Es hat ja auch super funktioniert. Das Speicherwerk ist in unserer
damaligen Zeit so gut wie nie mehr hängen geblieben. Das Speicherwerk war damals das zuverlässigste von allem. Muss man ganz klar sagen. Auch bei SUSE das zuverlässigste, deswegen hat er seine Z4 ebenfalls mit einem mechanischen Speicher ausgerüstet. Das war damals der Speicher mit der höchsten Packungsdichte, den es gegeben hat. Die Relaismaschine, die Z3, die war viel größer und dieser Trog. Ich habe es gesehen, das Deutsche Museum hat halbwegs vernünftige Bilder auf der Webseite von der Z4, die muss wohl bis vor ein paar Jahren da in der Ausstellung gewesen sein, aber da ist das Speicherwerk auch abgebaut. Mhm. Also da gibt es ja unterschiedliche Darstellungen, also im Booklet steht, sie hätte 64 Worte gehabt und irgendwann später heißt es, sie hätte 16 Worte gehabt und ich nehme an, dass man da dann mal was stillgelegt hat, weil es nicht mehr richtig funktioniert hat. Mhm. Und man sieht dann tatsächlich die Wanne, die Stifte sind viel länger und dann gibt es halt noch eine Ebene aller Z1 da drin. Okay. Nee, habe ich nicht mehr in Erinnerung. In seinem Film oder im Buch steht es irgendwo drin. Ich glaube, es war irgendwie was, die haben das nicht verstanden gehabt, ich kann es nicht mehr genau sagen, bevor ich was Falsches sage. Also genau weiß ich es nicht mehr. Weißt du es noch? Doch, war es doch sowas. Ja, den Spruch, den kennt man so, diese mangelnde Erfindungshöhe, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Denn der war viel zu weit seiner Zeit voraus, muss man ganz klar sagen. Er hat ja auch schon in den frühen 40er Jahren gesagt, da waren die Maschinen ja gerade mal in der Lage, überhaupt arbeiten zu können. Es wird in ein paar Jahren eine Rechenmaschine geben, er nannte es ja immer Rechenmaschine, die einen Schachweltmeister im Schach schlagen wird. Da haben die alle gelacht, die haben den ausgelacht. Und der hat ja recht behalten. Und deswegen auch diese Frechheit zu sagen, mangelnde erfinderische Größe. Heute hat jeder an seinem Handy, hat so einen Computer, jedes Auto ist voll damit. Das ist ja alles nicht mehr wegdenkbar. Und die Basis hat er gelegt. Also auch seine Bausteine von der Z1, dieses Leitwerk, ist ja im Wesentlichen nur mit anderen Namen heute im modernen Computer auch noch drin. Deswegen ist er ohne Zweifel der Erfinder. Er hat selbst gesagt, und das glaube ich auch, wenn er nicht gewesen wäre, wären es die nächsten paar Jahre, andere Leute hätten den Computer erfunden. Die Zeit war einfach reif damals, 41. Der Howard Eagan aus Amerika hat ja eine Maschine erfunden, die lief auch. Der hatte nur das Problem, der hat die im 10er-System gebaut. Das waren ja so mehrere Schränke. Und der hat nicht diesen Trick gemacht, das Binärsystem, um eben nur zwei Zustände zu haben, 0 und 1, sondern der hatte dann jedes Bauteil hatte 10 Zustände. Und das war, ja, hat er ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Aber insofern, der Computer wäre erfunden worden, auch ohne Zuse, muss man ganz klar sagen. Aber traurig ist einfach, dass diese Zuse-KG damals in Bad Hersfeld nicht erfolgreich durchgestartet ist und der hätte ja weitere Rechner in die Unis gebracht, Deutschland, Europa, weltweit. Das hätte alles funktionieren können, also im Prinzip am seidenen Faden. Und dann haben die Leute nicht bezahlt, die Firmen, wo er die Maschine hingeliefert hat. Kennt man ja manchmal so, große Firmen liefern dann oder bezahlen erstmal nicht, setzen das Ganze aus und dann waren Zahlungsschwierigkeiten. Ja, das ist einfach traurig. Ja, da sieht man die Ebenen, genau. Könnt ihr jetzt wieder. Also, das sind jetzt die Überlegungen, die ich mache. Ach, okay. Roter Punkt, Ölen. Grüner Punkt, das sind Justage-Dinger, die darf man auf gar keinen Fall aufmachen, weil die Bewegung und dieser Winkel, die werden durch diese Klemmung. Genau. Und da könnte es auch sein, wenn ich zu viel Kraft anwende, dass ich die verdrehe, ohne sie loszumachen. Da oben ist das Problem, dass ich nicht rankomme, weil ich von unten nicht ölen kann und von oben nicht ölen kann. Das haben wir mal probiert, an der Speichersteuerung abzubauen, bis zu diesen Antriebshebeln, bisschen irgendwas reingeschmiert. Da ging das tatsächlich leichter. Frage wäre, hier könnte man das nach unten also losschrauben. Ja, das ist im Prinzip nur eine Sicherung. Ja, genau. Und da hattest du was gesagt zu auflegen, Stahlscheiben dazwischen, dass hier diese Hebel nicht auf der Platte reiben. Genau, oder? Wir haben hier unten hat man Unterlegscheiben drunter, hier auch. Da sind Unterlagsscheiben drin. Ja, der Ring diente dazu, dass das Ganze nicht nach oben abhauen kann. Genau, ja. Weil sonst kannst du ja quasi nach oben abhauen. Ja, ja. Das haben wir auch wieder einen Ring dazwischen. Das heißt, wir haben überall 2 Zehntel Luft gemacht. Damals waren es 2 Zehntel, meine ich. Und dieser Gummiring ist nicht von uns. Den braucht man gar nicht. Weil wo soll das Blech denn hin?
Wo soll die Kraft? Unendlich viele Gummiringe drin, die ganze Maschine ist voll mit Gummiringen. Dann müssen die gemacht haben, weil es gab ja keinen Grund, einen Gummiring zu machen. Das Blech hier hat ja nur transversale Bewegung hier in diese Richtung. Das hat gar keinen Grund gehabt, nach oben auszuweichen. Deswegen, das haben wir nicht gehabt. Aha. Die haben wir reingelegt und die haben sich ihr Gewicht gehalten. Erleugnet. Also das ist ungefähr das Erste, was mir aufgefallen ist. Das ist also seitlich, das ist das Planwerk, da werden die Opcodes übertragen und dieses Blech sollte horizontal laufen. Da unten liegt der Gummiring. Und das war komplett verklemmt, also ich habe das nicht richtig bewegen können. Okay. Und dann habe ich halt hier Noddel, Noddel, Noddel und dann habe ich das hochgekriegt und dann hat es den Zehntel Millimeter Luft. Wenn das Blech sich runterbiegt wegen Eigengewicht, dann würde ich hier keinen Gummiring machen, sondern so einen Stellring mit einer Madenschraube, das Ding anhängen. Ja, das war die Frage. Ich meine, da muss ich das Ganze zerlegen und es gibt auch Stellen, wo ich diesen Stellring, der ist ja zu dick, der ist ja... Stimmt, du musst es von oben einfädeln. Das ja, also wir haben dann so Sägerringe, Halbmondringe. Ja, wäre auch eine Lösung. Die sind ja hier zum Teil. Und da sieht man aber jetzt, also das ist doch nicht, das sind doch keine Unfälle. Das sind doch keine Unfälle. Ich nenne es, wie du es willst, die waren von uns nicht so gebogen. Wir hatten keinen Grund, ein Blech dort zu biegen. Das sind alles verbogene Bleche. Die waren alle plan. Glaub mir es. Also jedes Foto, wo ich gemacht habe von damals in meinen Filmen, wirst du kein einziges verbogenes Blech sehen. Die Bleche waren immer planar. Ich habe noch mehr, ich habe da noch mehr Bilder gemacht, wo die Ebenen, Moment, jetzt geht es in die falsche Richtung los. Ja gut, das sind Unfälle. Das sind also das sind verbogene, also am Speicherausgang, da wollten diese massiven Stangen ziehen und die wollten nicht und dann sind die natürlich nach unten abgehauen. Ja, das ist auch ein Verkehrsunfall da oben. Definitiv. Ja. Ja. Ja, und dieses Blech hier ist ein relativ simples. Das muss man dann neu Draht erodieren lassen und wieder einbauen. Also da man kann es auch mal zurückkloppen, klar. Ja. Und das ist eben auch schön, der Stift hier steht genau auf halber Höhe, was ich eben simuliert habe in meinem kleinen Modell. Und das ist das Problem. Der muss entweder links stehen oder rechts, der darf nicht mittendrin stehen. Das ist so eine komplementäre Wippe hier. Die gehen in der Richtung, also da unten, also das ist das Einzige, was ich neu justiert habe. Okay. Und da war halt die Überlegung, das ist mal stecken geblieben und hat sich verschoben oder sowas. Dann habe ich also mit Schwitzen und Adrenalin gedacht, jetzt probiere ich doch mal die Schrauben da tief unten loszumachen und da ein Zehntels Grad zu bewegen. Und dann habe ich das tatsächlich so hingekriegt, dass die beide freigegeben hatten. Ne? Aber so darf es zumindest nicht stehen. Wenn die Maschine drin ist, also niemals Halbposition. Er muss ganz rechts oder ganz links stehen. Das ist eindeutig. Moment, jetzt gucke ich nochmal. Ja, das ist dieses eine, das ist hier dieses... Hier sieht man die Wellung. Genau, Kraft. Die Wellung. Und das ist, sind da unten, das habe ich damals noch nicht so gesehen, da unten gehen die, diese Bleche, die ich vorher gezeigt habe, nach unten, weil es weiter oben irgendwo geklemmt hatte. Ja, so sieht es aus, wenn man anfängt. Ja. Ja, genau, das ist das eine extirpierte Blech. Aber das ist doch dieses Foto. Das sind die Bleche alle planar. Wir haben nie ein gebogenes Blech bei der Fertigung. Ja, an der Stelle schon. Ja, aber wie gesagt, also 5 Stunden hat es gedauert. Ja. Dann sah das so aus und es war noch ein zweiter Tisch dabei. Also das ist nur der eine Tisch von beiden gewesen. Ja, das ist eine richtige Beschädigung. Oh ja. Das ist also, da ist das Blech richtig gerissen. Das ist natürlich ganz klar. Ausgehängt oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte gedacht, der war mal da oder der war dort. Ich kenne die Stelle nicht, wo es ist, ob das ja. Ist auch schwer zu sagen. Genau, ja. Und das sind, ja, und jetzt hier mein verbogener Blechalbtraum. Also was ist da passiert? Was ist da passiert, dass dieses ganze Stockwerk gewechselt haben? Das können nur massive Kräfte sein. Ja. Und die anderen? Hier, dass das so schräg geht, das ist alles, das ist nicht normal. Das ist mir klar, dass das nicht gut ist. Aber wie soll dieses hier zum Beispiel passiert sein? Irgendwie Distanz, um da Distanz hinzukriegen?
Also erstmal sind es rohe Kräfte, also so ein Blech zu biegen ist nämlich nicht so ohne. Ja, Edelstahl ist gar nicht so einfach. Genau, hat ja große Rückfederungseffekt, kann nicht rosten, deswegen haben wir auch damals genommen. Ja. Und das hatten wir nicht einmal, weil wir immer mit Gefühl haben. Wir werden mal das so Fingerabdrücke von dir untersuchen, ob da kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen nach 34 Jahren. Aber viel wichtiger ist die Frage, was weiß ich noch nach 34 Jahren? Also diese einzelnen Ebenen zu reparieren, das ist, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ja, 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 genau. Ja. Aber ja, das Speicherwerk, mal einen Versuch reinzugehen, warum nicht? Ja, ja. Ja, das ist. Aber das Rechenwerk ist extrem schwierig gewesen damals, auch für Zuse. Auch er hat immer wieder Pläne korrigieren müssen und wir hatten auch zwischendurch Zweifel, ob er das noch findet. Und dann ging es immer wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter und irgendwann hatten wir es dann fertig gehabt. Also das war schon für uns alle eine Riesenerleichterung, weil er hat es aus dem Gedächtnis gemacht, muss man ganz klar sagen, weil die ganzen Unterlagen sind im Krieg alle zerstört worden und der Mann war 77, wo er angefangen hat, die Rekonstruktion. Also das ist schon. Ja, aber in seinen Patenten, also in diesen anderen Patenten, da ist das ja schon sehr gut. Also da könnte man mal anfangen wieder mit der Laubsäge und sich ein 4-Bit-BCD-Addierwerk. Also muss man sich überlegen, der hat so ein Baukastensystem gehabt, 4-Bit-Zähler und dann hat er binäres Addierwerk gehabt und er hat ein BCD-Addierwerk konstruiert, was also, weil es ja mechanisch und langsam ist, ist in einem Durchgang die Pseudotetradenkorrektur gemacht hat. Und das Ganze da Blech auf Blech auf Blech, also ich denke, dass da schon einiges mit eingeflossen ist in die, ja. In die Konstruktion. Ja, okay, gut, also wenigstens den Speicher traust du mir zu. Ja, du, ich traue dir alles zu, Clemens, aber ich sage nur, es ist nicht einfach, ja, ist ja weil klar. Es gibt kaum Unterlagen dazu und ja. Wir reden hier von 11 Ebenen, wo wirklich viel passiert. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und die Takte musst du zerlegen, du musst diese Schallpläne haben, du musst sie verstehen, das ist alles nicht so einfach. Ja. Was Zuse auch noch gut konnte, also neben dem Malen, ich habe auch zugeguckt, wie er gemalt hat, ich male selbst auch gerne und wie er gemalt hat und mit dem Pinselumgang, das war schon klasse. Was mich aber auch bewundert hat, damals gab es Perestroika, die kam raus, das Buch, war 2 Tage alt und ich habe dann gesehen, er hat das Ding in der Hand gehabt und dann hat das irgendwann wieder ins Regal getan. Wenn die Treppe hochging zum Atelier, war alles voller Bücher. Und habe ich das Ding mal rausgezogen. So. Dann war das von ihm komplett durchgearbeitet. Zuse hat immer so Anmerkungen gemacht in Steno. Da hat er ein eigenes Steno und hat das Buch dann durchgearbeitet. Da ist die Perestroika nicht nur gelesen, Anmerkungen geschrieben, mit Stift markiert. Also so hat er alles gemacht, egal was für Bücher da kamen. Der hat alles aufgefressen, aufgesogen, kommentiert. Unglaublich. Also sehr breites Wissen. Super Künstler, Erfinder. Da hat, was der Geist anging, war der spitzenmäßig. Seine Sozialkompetenz, aber das wussten wir beide, wir wussten, wie er war. Hatte auch Humor, der hat auch mal ein paar nette Witze gerissen, muss man echt sagen. Also schöne Kommentare losgelassen, auch wenn Siemens da war, so ein paar kleine Spitzen denen gegenüber. Das konnte auch gut. War schon, was das angeht, war er schon pfiffig. Aber wie gesagt, wie er mit Uschi am Anfang umgegangen ist und überhaupt das Frauenbild, das war schon geprägt aus der Zeit. Ja, es gibt ja die Empfehlung, wenn man ihn kennenlernen will, soll man nicht die Autobiografie vom Springer Verlag, sondern die von 1970 vom Markt und Technik, die noch nicht lektoriert gewesen sei, lesen. Okay. Also die ist schon lustig. Ja, aber nee, klar, so ja, mein Vater war Jahrgang 1911, also das war so die gleiche Generation. Ja. Ja, und nochmal rückblickend, 1933, wir wissen ja aus heutiger Sicht die Wirtschaftskrise, die Leute, Inflation war ja dramatisch, also wir jammern ja heute auch über die Inflation, die auch schon schlecht ist, aber die war ja viel dramatischer bei denen. Und da hat er diese Stelle als Statiker bei den Henschelwerken aufgegeben und ins Wohnzimmer der Eltern und hat, dass die Eltern das mitgemacht, das ist für mich unfassbar. Und die Maschine im Wohnzimmer aufgebaut, das gibt es doch gar nicht, oder? Das ist doch nicht zu glauben. Und wo das erzählt hatte damals, dachte ich mir so, das kann nicht sein, so, wo ich das Foto sah. Und dann habe ich gedacht, so, das war tatsächlich so. Also unglaublich. Und auch im Krieg, der musste dann aus Berlin raus sein. Die haben ja geheiratet in Berlin, seine Frau und er. Mit dem letzten Zug sind sie raus quasi. Also auch wirklich mehrmals knapp am Tod vorbeigeschrammt. Dann ist er ins Allgäu gezogen, ist in dem Film auch schön zu sehen, wo er da gewohnt hat. In Hofferau hieß es, glaube ich. Und hat dort Zeichnungen gemacht und hat Geld verdient damit, als Künstler, um seine Familie zu ernähren. Also, der Mann hat harte Zeiten hinter sich. Er ist leider nicht reich gestorben. Einerseits, er war nicht unglücklich. Er hat ja das, was er wollte, erreicht. Er hat ja mehrere Doktortitel gehabt und Professoren
Anerkennungen, Ehrungen ohne Ende. Und er war nicht unglücklich, muss ich sagen. Also das muss man schon anerkennen. Ich wage nicht, das zu kritisieren, aber das war eine Ehrendoktorin. Ja, ja, oder? Ehrendoktorin. Nee, ja. Also er hatte nicht über Plankalkül promoviert. Nein, irgendwo, er hat nicht promoviert. Die Zeit war nicht dazu da, wann soll das machen? Ja. Also eine Firma leiten mit 1200 Leuten, da kann sie nur noch nebenher promovieren. Das war, nee, war nicht ich wissenschaftlich. Ich habe das in seiner Biografie gelesen, dass er eben schreibt, also die Universitäten haben sich um seine Z22 gerissen, die hat 400.000 Mark gekostet, die Universität Stuttgart hatte die Serie Nummer 4 gehabt und die wurde von den Freunden der Universität gekauft und dann kam die Bundesregierung und wollte so ein Computerprogramm auf, also Förderung der Computertechnik. Und da schreibt er in seiner Biografie, der Professor Haag in Berlin war das, habe gesagt, man habe ihn vor die Wahl zwischen er und sie gestellt beim Kauf eines neuen Computers. Und er, das war also ER56 von Standard Electric Lorenz und sie war Siemens 2002 von Siemens und Zuse stand da dazwischen. Und er hätte es vielleicht so machen müssen wie Digital Equipment. Digital Equipment waren ja in den Universitäten, in den Labors mit relativ kleinen Computern sehr beliebt. Die ganzen Universitäten sind ja vollgesogen mit PDPs gewesen und das wäre ja vielleicht für ihn die Möglichkeit gewesen, nicht gegen IBM anzustinken und nicht gegen Siemens anzustinken, sondern zu sagen, hey Leute, wir haben hier was, da könnt ihr eure Versuche mitsteuern und das kostet dann auch bloß 50.000 Mark. Das kann man, wenn man den Jahresetat zusammennimmt, kann man das finanzieren und damit ist ja Digital Equipment im Prinzip groß geworden mit diesen Prozessrechnern und mit diesen Universitätsrechnern, also mit den kleinen Universitätsrechnern. Mhm. Ich weiß nicht, mit was für einer Maschine unsere Universität ihre Verwaltung fährt, mit wo da das SAP draufläuft. Es wird ja nie darüber gesprochen, was da in der Verwaltung los ist. Ne? Aber naja, gut. Dann haben wir das. Ich sage immer, wir könnten eine Firma in Deutschland haben, wo oben drüber das Schild steht vom Erfinder des Computers. Wir haben eine Autofirma vom Erfinder des Automobils. Das haben wir eben vergeigt. Trotz allem, schöner Abend gewesen. Ja, fand ich auch. Bedanke mich. Ich danke auch. Freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Ja. Und dann machen wir dann für die Öffentlichkeit Schluss und können ja hier noch vielleicht ein bisschen reden. Ja? Alles klar, Dankeschön und tschüss.